Na, was... Was ist? Ja. Genau. Also, das wollte ich nur mal so mir von der Seele reden. Weil, wenn ihr auch Let's Plays machen wollt... Also, ich bin jetzt hier kein Profi-Let's Player und ich habe hier auch jetzt nicht die Mega-Hammer-Ahnung und bin hier so voll der Professor in Let's Plays und so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal der Spaß, den du dabei hast. Und dann auch eine gewisse Grundqualität. Ne? Das ist ja bei mir gerade das Problem mit der Tonspur. Na, was ist denn los heute mit euch? Komm. Na? Da ist ja bei mir gerade das Problem mit der Tonqualität. Mit der... Nein, du bleibst draußen. Nein, nein, raus mit dir. Raus mit dir. Ah, das gibt's noch nicht. Warte mal. Krieg ich dich vielleicht so reingeschoben? So. Komm. Na, na. Renn mal weg. So. Das ist bei mir gerade das Problem mit der Tonspur. Dass die eben immer so versetzt ist und das merkt ihr dann schon, es macht dann gar nicht mehr so viel Spaß zu gucken. Wenn man erst den Klotz wegploppen sieht und dann macht es erst plopp. Das gibt's doch nicht. Sag mal, bist du zu blöd, um eine Tür reinzulaufen oder was? Hallo? Ja, und? Jetzt hier rein? Du bist einfach nur hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Guck mal, das Schaf kriegt sogar hin. Und ein Schaf hat nicht so ein großes Gehirn. Das. Komm, dann machen wir zwei Türen hin, sonst wird es ja nichts mit dem blöden Kühen. So. Hau mal ab, Schaf. Geh mal weg. Habe ich noch ein Türchen dabei? Ja, habe ich. So. Jetzt nochmal. Guck mal, hier. So, ich mache hier die Tor. Zwei Türen jetzt. Guck mal. Komm. So, komm, hier. Ja, na, na, das gibt's doch wohl nicht. Ja, also. So, dann könnt ihr euch hier auch gleich mal hier schmutzig vermehren. Und du kommst mal raus da. Du hast hier drin nichts verloren. Hier, komm. Na? Wenn du da drin bleibst, müsste ich leider schlachten. Ich will nur rein rassische Sachen haben. Hallo. Na, also. Na, das kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, nein, nein. Weißt du was? Dann eben. So. Tut mir leid. Mache ich nicht gerne, aber wer nicht hören will, muss fühlen. So. So. Gut. Weiter im Programm. Da haben wir jetzt schon immerhin mal so ein bisschen was hier aufgebaut. Ach, guck mal, die Schafe sind auch schon groß. Da können wir langsam heranzüchten. Moment. Du und du machst mit deinem Vater oder mit deiner Mutter oder wer das auch immer ist, machst du eine dreckige Liebe. Und da kommt so ein kleines behindertes Schaf dabei raus. So. Ups, verdammt. Ja. Also. Ach ja, da kann ich euch... da habe ich noch was für euch. Und zwar, ne, weil wir gerade so von Let's Plays geredet haben, ich hatte mir ja jetzt vor ein paar Tagen... hatte ich mir ein neues Mikrofon mal besorgt. Es hatte so verschiedene Gründe gehabt. Also zum einen will ich ja meine Let's Plays und auch meine Stimme ein bisschen verbessern. Da kann ich das ganz gut brauchen. Und zum anderen kann ich das Mikro auch so ein bisschen fürs Studium einsetzen. Da habe ich so zwei, drei Ideen, ne? Die ich da so machen will. Und da kann ich das Mikrofon ganz gut gebrauchen. Und deshalb habe ich mir mal eins zugelegt. Ist jetzt kein teures, super, mega krasses Hammerteil, was man so in so einem Aufnahmestudio benutzt. Aber man kann doch schon einiges damit machen. Ja? Das ist so ein Kondensatormikrofon. Das Mikrofon selbst hat so ein T-Bone heißt es. Das Mikrofon selbst hat 60, 65 Euro gekostet. Und dann habe ich mir da so ein Tischstativ dazu gekauft. Und verdammt, was ist denn da los? Und eben noch ein Popschutz. Der Popschutz ist übrigens sehr, sehr wichtig. Also fast genauso wichtig wie das Mikrofon. Weil jetzt kann man ziemlich nah an das Mikrofon rangehen, kann gut reinsprechen, ohne dass es eben diese Pop- oder Plop-Geräusche macht. Ich kann es mal demonstrieren. Moment. Plop mit Plop-Schutz und Plop ohne Plop-Schutz. So. Ich hoffe, das hat man jetzt den Unterschied gehört. Und ja, deshalb ist so ein Plop-Schutz ganz wichtig. Und das hat jetzt alles insgesamt, hat es jetzt so 70, 75 Euro gekostet. Da ist, wie gesagt, kein Hammergerät jetzt. Aber... es langt. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte,
dass ich, als ich auf der Suche nach diesem, nach einem geeigneten Mikrofon in meiner, für meine Preisklasse, für meine Preisvorstellung war, habe ich ein richtig krasses Teil, so einen Geheimtipp gefunden. Also das hat mir mein, also hier, ich meine, wir haben hier in der Stadt oder im Dorf so einen Musikladen, ne? Und den habe ich mal so gefragt, was denn da so, was da so gibt. Und da hat er mir als Geheimtipp genannt, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Samsung USB bla 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 Go, ich weiß es nicht. Das ist so ein kleines Mikrofon. Ich kann es ja mal, wenn ich dran denke, kann ich es ja in die Beschreibung. Wo läufst du denn hin mit deinem fetten Arsch? Juhu! Yeah! Woo! Party time! Oh, schon zu Ende. Ja, das kann ich das mal in die Beschreibung reinsetzen. Und zwar ist es so ein Mikrofon. Lässt du mich mal hier durch, bitte? Danke. Das ist so ein kleines Mikrofon. Das ist echt nicht groß. Das kannst du so zusammenklappen und dann ist es so groß wie ein, kleiner als mein Handy, eigentlich. Und da habe ich, das durfte ich mal bei dem im Laden eben testen. Und das kostet 45 Euro und macht hammerkrass geile Aufnahmen. Für den Preis ist das wirklich ein richtig gutes Mikrofon. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr sucht gerade ein gutes Mikrofon, habt aber schon Kopfhörer, ja, dann legt euch das Mikrofon zu. Das ist echt gut. Dann könnt ihr echt schon was machen. Und wenn ihr da noch so einen Plopschutz davor setzt, dann geht die Luzi ab hier. Weißt du, das ist dann wirklich eine richtig gute Qualität. Und wenn man jetzt überlegt, jetzt angenommen, also ich habe jetzt hier auch die ganze Zeit das Headset gehabt, das ist auch ganz gutes gewesen. Das hat so 90 Euro ungefähr, das hat ungefähr 90 Euro gekostet. Und ja, war auch okay. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt das früher gewusst hätte, oder damals, wenn es das Mikrofon damals schon gegeben hätte, dann hätte ich mir eher das Mikrofon gekauft. Wenn ich überlege, 45 Euro für das Mikrofon, ja, für ein Hammer-Mikrofon, was richtig gute Qualität macht. Also da kommt das Headset bei Weitem nicht dran. Auch dieses Logitech kommt da bei Weitem nicht dran, dieses G35. Und wenn du dann dafür 45 Euro dir eben dieses Headset, dieses Mikrofon kaufst und dann noch für 30 Euro irgendwelche Kopfhörer, die eben dein Ohr komplett umschließen, das ist ja ganz wichtig, dass du eben keine Rückkopplung hast, dann hast du ja schon richtig gute... Na, verdammt, das wollte ich nicht. Ich glaube, ich mache den See hier eh zu. Dann hast du schon richtig gute, ja, richtig gutes Equipment eigentlich, um Let's Play zu machen. Also dann richtig gute Qualität aufnehmen. Für insgesamt auch so... Auch so 70, 80 Euro dann ungefähr. Was ja ein normales Headset auch kostet, was Let's Play-fähig wäre. Also das G, ich glaube das Logitech, was der Gronkh lange benutzt hat, ich glaube das kostet auch so um die 90 bis 100 Euro. Wenn ich dann überlege, dass ich dann da eben auch, dieses super geile Mikrofon, dieses kleine krieg mit irgendwelchen Kopfhörern dann dazu, dann würde ich eher das nehmen. Also das kann man, ich guck mal, dass ich da was in die Beschreibung unten reinmache. Das kann man nur so als Geheimtipp kann man das empfehlen. Ich war auch baff. Hätte ich mir auch gekauft, wenn ich nur Let's Plays gemacht hätte. Aber ich brauche ja das Mikrofon auch noch für andere Dinge. Deshalb ist dann ein etwas teureres und größeres besser gewesen für mich. So. Also für meine Ansprüche, die ich jetzt habe. So. Jetzt habe ich hier mich mal um Kopf und Kragen gelabert. Aber wir... Was kommt denn hier eigentlich hin? Ich weiß gar nicht. Melonenkerne habe ich geholt, ne? So. Ach, eins weiter hätte ich setzen müssen, verdammt. Ja, und dann haben wir hier mal schon ein bisschen Feld, ne? Yeah, Baby. Wo ist denn die Sonne? Oh, die geht schon unter. Ich gehe mal frisch ins Bettchen, bevor wieder die Penner herumkommen. Und ihr könnt eigentlich mal hier draußen hier so ein bisschen verschwinden, bitte. Aber ihr seid wahrscheinlich wieder zu dumm, um Türen rauszumachen. Natürlich seid ihr zu dumm dafür. Weißt du was? Ich esse euch jetzt einfach. Ich brauche ja auch mal Fleisch und Leder. So leid es mir tut, aber es muss sein. Hier rennen ja noch genug Tiere rum. Und ich nehme mal noch mit. Mag ich eigentlich gar nicht so Tiere schlachten, aber ich muss mir auch mal so einen kleinen Fleischvorrat für den Notfall andingsen. Da ist wieder dieser komische Katzenmond. So. Ja, die Nachbarschaft ist recht ruhig. Da vorne ist so ein
Flausche-Creeper, der immer nur knuddeln will. Da habe ich aber meistens keinen Bock zu. Was ist hier los? Spawnt da mal irgendwas? Nee, alles ruhig. Nee, alles ruhig. Konntest du schlafen gehen. So. Ja. Kurz kratzen. Moment. So, da geht's lang. Ja, also ich habe auch hier... Deshalb sind jetzt hier auf einmal... Ich weiß nicht. Die kleinen Glas, also die richtigen Glasscheiben verschmelzen irgendwie noch nicht und die Glasblöcke verschmelzen bei mir irgendwie. Ich habe halt meine ganzen Mods neu installiert und auf den neuesten Stand gebracht und jetzt habe ich irgendwo scheinbar was falsch eingestellt. Keine Ahnung. Aber kriegen wir noch hin. Hauen wir uns aus. Oh! Und hier steht halt wieder überall derselbe Text. Das ist ja wunderbar. Und da hauen wir mal mit dem Schwert auf die Kante. Als Frühsport. So. Ja. Und die Lokomotive pfeift uns ein Lied. So, haben wir eine Ho. Also hier muss ja... Also hier machen wir erstmal zu. Haben wir noch genug Krawe? 7 Stück. Naja, super. Also hier muss ja der Weg hin. Wir haben doch mitgebracht gehabt eigentlich, oder? Aber nicht so viel, ne? Ich weiß gar nicht. So. Moment. So. Da kommt es nochmal am Anfang hin. So. Jetzt nehmen wir hier die Hö. Und jetzt müssen wir hier Samen rein. Hier müssen Samen rein und dann ganz rechts, oder? Ja. Das muss auch weg. Also es wächst da ja nichts. Oh. Und hier. Müsste doch eigentlich funktionieren, ne? Ist 4 weg. Müsste ja eigentlich bewässert werden. Ah, nee, warte mal. Das wächst ja dann auf dem Weg, oder? Wächst es dann auf dem Weg? Nee, eigentlich dürfte es gehen. Eigentlich dürfte es gehen. Moment, das probieren wir einfach aus. Wer sieht's? Hier, Melonen sieht's. So. Probieren es einfach mal aus. Ja, waren ja nicht so viele. So. Na komm, das machen wir, wenn wir genug haben. Jetzt müssen wir auch mal was essen. Sonst fällt der arme Junge hier noch vom Fleisch. Oh, ja, super. Das hast du toll gemacht. So. Jetzt muss ich doch mal... Moment, ich werde ja gerade wahnsinnig hier. Das ist... Moment. Besser. Wie geht's denn jetzt zurück? Ach ja, so. So. Gut, dann fackeln wir mal hier so ein bisschen rum. So. Da. So. Und das war's mit dem Fackeln. Aber wir haben ja noch... Da. So. So langsam wird's hier ein Stück, ne? Hier. Jetzt haben wir schon so eine kleine Bergbude. Also ein Bahnhof. Bahnhof, sage ich. Dingsberg, Dingens, Kirchensberg, Hafenbergbude oder sowas. Und wir haben ein Bauernhäusel. Ach. Das gibt's doch nicht. So. Kühe können wir auch mal füttern. Die brauchen auch noch ein bisschen Licht. Moment. Die haben ja eigentlich schon alle Seite, ne? So. 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 So, dann füttern wir mal. Na komm. Hast du Hunger?